Lan bıktım lan hepinizden. Yürü be, askerlerim ölüyor lan beni. Ich glaube, es ist erstmal ein Film, wo man erstmal eine Nacht drüber nachdenken muss. Ich fand den großartig. Also so ein schmaler Grat zwischen Spannung und Langeweile. Also ich fand den ziemlich gut. Er war schon ziemlich schockierend irgendwie. Also irgendwie so ein typischer Berlinale-Film zum Start, fand ich irgendwie. Weil also man hat schon irgendwie gesehen, dass das ein ziemlich schwieriges Thema ist. Und das hat mich schon ein bisschen mitgenommen. So. Also schon ein bisschen, ich fand es ziemlich krass. Ich fand ihn ziemlich traurig. Grunde genommen ist es scheiße. Ja, wenn man aus der Region kommt, was ich tue, versteht man halt einige Dinge besser und ich finde, der hat so beide Seiten gut bedient. Also es ist jetzt nicht so, dass er nur die türkische Seite gut bedient hat oder nur die kurdische. Ich meine, da kann man beides sehen und war schon ziemlich okay. Ich fand ihn total ausdrucksstark und heftig. Weil er so leise erzählt wurde mit so einem ernsten Thema. Ja. Und ganz, ganz leise. Und fast ohne Sprache ausgekommen ist, nur mit Bildern. Es war großartig.